Hallo, ich möchte ganz gerne etwas zu Stefan Schubert, dem Ex-Polizisten, der auch Bücher schreibt, etwas sagen und auch zu Michael Stürzenberger und zu Ex-Muslime klären auf. Diese Menschen klären leider falsch über den Islam auf. Viele Suren, die dazu auffordern, einen anderen Menschen zu töten, gelten nur im Kriegsfall. Also nur dann, wenn Krieg ist und ein Soldat sein Land verteidigt, darf dieser Mensch andere Menschen töten. Es geht wirklich nur im Krieg und außerhalb vom Krieg dürfen wir Muslime keinen anderen Menschen töten. Es werden nicht nur von Stefan Schubert, Michael Stürzenberger und Ex-Muslime klären auf, sondern auch von anderen Menschen sehr, sehr viele Dinge über den Islam falsch dargestellt. Und das hat alles seinen guten Grund. Es macht einen Sinn. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Durch diese Menschen streiten sich Christen und Muslime. Es kommt zu Gesprächen. In den Gesprächen verträgt man sich. Die Gespräche führen teilweise dazu, dass Christen den Islam annehmen. Teilweise führen diese Gespräche dazu, dass Muslime das Christentum als ihre neue Religion annehmen. Teilweise führen diese Gespräche zu Gewalttaten. Teilweise führen diese Gespräche dazu, dass man sich einfach sagt, ich bleibe in meinem muslimischen Glauben, was interessieren mich die Christen, oder ich glaube in meinem christlichen Glauben drin, was interessieren mich die Muslime, da ziehe ich mich mal ein bisschen von zurück. Auf jeden Fall führen solche Gespräche, solche Aufklärungen, solche Bücher dazu, dass man sich nicht mit dem wahren Feind, den wir alle haben, auseinandersetzt. Leider darf ich dir diese Sache nicht so gut aufklären, wie ich es ganz gerne möchte und wie ich es könnte, denn das hätte eine Löschung meines Kanals zur Folge. Es gibt da aber jemanden, der auf Telegram sehr gut über diesen Feind aufklärt. Und wenn man dort mal ein bisschen zuhört und sich das auch mal annimmt, was derjenige sagt, dann weiß man auch, welchen Grund das hat, dass dieser Feind so vorgeht. Hauptsache wir Christen, wir Muslime, wir beschäftigen uns nicht mit ihm, dem Feind. Das ist eine ganz schlaue Taktik. Dieses Hauptsache, die beiden streiten sich und dann kann der Feind ungeniert so weitermachen, wie er bis jetzt gemacht hat. Diese Rechnung geht auch ganz gut auf. Hinzu kommt auch noch, dass die Medien, also nahezu alle Medien, diesem Feind gehören. Ja? Und es kommt noch hinzu, dass es in Deutschland und auch in anderen Ländern verboten ist, gewisse Dinge über diesen Feind zu sagen. Denn wenn ich jemandem sage, ich habe etwas gegen diese Personengruppe, kommt automatisch die Frage, warum hast du was gegen die? Haben die dir was getan?
Und dann müsste ich von der Zeit her ein bisschen zurückgehen und da etwas erklären. Etwas, was die mal gemacht haben. Und das zu sagen, ist eine Straftat. Ja? Und deswegen sage ich es auch nicht. Ja, das haben die ganz gut ausgeklügelt, ne? Ich sage dazu nur so viel, wenn ihr es möchtet, dann geht auf Telegram und schaut euch und hört euch Attila Hildmann an. Ich war bei Attila Hildmann auch erst ein bisschen skeptisch, ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht immer alles, was man mir erzählt. Ich höre erst mal zu, ich gucke mir das an, ich recherchiere dann selber und ich muss sagen, dieser Mann hat recht. Bitte hört nicht auf diese Leute, die den Islam schlecht machen. Wenn ihr etwas über den Islam wissen möchtet, dann geht in eine Moschee. Lasst euch das doch mal erklären, was euch daran so sehr stört, was daran so schlimm ist. Aber lasst es euch von einem Imam erklären. Und nicht einfach von jemandem, der einfach nur aus Hass besteht. Wir haben einen Feind. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und es bringt uns nicht weiter, wenn wir uns mit jemandem beschäftigen, der gar nicht unser Feind ist. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Weil das, was gerade in der Welt gemacht wird, das gilt es zu bekämpfen. Danke fürs Zuhören.